Hallöchen, Leutchen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video zu Far Cry 5. Ich bin immer noch Yumika und ja, ich habe keine Ahnung, was wir zuletzt so gemacht haben. Tag, Mini, alles klar. Drei Leute hier im Stream. Heute muss mal mein Geburtstag sein und Weihnachten zugleich. So, jedenfalls, ich habe echt keine Ahnung, was wir zuletzt gemacht haben. Achso, das ist wieder so ein Tanklaster, das können wir jetzt erstmal lassen. Oh, ich glaube, ich weiß, wer du bist. Ach ja? Distanz. Gegner, okay. Ich würde sagen, wir kaufen erstmal nochmal einen. Weil ich wirklich nicht weiß, was uns jetzt hier alles fehlt. Ja, bei mir ist auch alles gut. Na, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber ich glaube, ich hatte eine Waffe gekauft, die im Endeffekt dann doch nicht so gut war. Vielleicht sollten wir die wieder austauschen. Weil ich habe, ja, das ist die Waffe. Ja, egal, wir behalten sie. Jetzt haben wir sie schon gekauft. Wir können die irgendwann wieder austauschen. Das habe ich dann gekauft, wo ich nicht online war. Da war auch ein Kollege hier auf. Wenn ich will, dann kriegt er dich auch. Hochinteressant. Also war auch ein Kollege hier drin. Und ja, da haben wir so ein bisschen rumgeschaut. Und hier war, glaube ich, irgendwo noch eine Quest. Du musst uns helfen, John aufzuhalten. Du kämpfst wie ein Gott, danke. Ach, dafür heuer ich sie erst recht an. Das werde ich meinen Enkeln erzählen. Geil. So, da haben wir jetzt die Linda und hier hinten, glaube ich, ist noch diese Quest von diesem einen Typen hier. Die holen wir uns noch und dann würde ich sagen, machen wir uns mal jetzt uns. Auf wir den Weg. Die Verbreitung von Bliss stoppen. Schön, dass wir das zurückhaben. Wir haben ein Waffenlager der Sekte beim Getreideheber entdeckt. Wir haben sie verjagt und uns das Zeug gekrallt. Aber seitdem tobt ein erbitterter Kampf um das Gebäude. Okay. Da gucken wir mal, was der meint. Das hier? Oh ne, das ist ein Prepper-Versteck. Das ist ein Geschäft. Was meint denn der? Das hier? Nee. Das ist es nicht. Was sind wir hier hinten überhaupt? Greenbush Düngerfabrik. Waren wir hier das letzte Mal auch schon? Ich dachte, wir wären weiter oben gewesen. So, ich muss mir das jetzt hier von oben nochmal anschauen. Okay, da ist die Kürbisfarm. Ja, dann wird es wohl schon stimmen. Dann gehen wir vielleicht erstmal zum Prepper-Versteck. Da muss ich natürlich erstmal den Wegpunkt setzen, weil sonst verfahre ich mich wieder. So. Dann kann es auch schon losgehen. Unglaublich. Hoffentlich ist wenigstens die jetzt mal schlau genug einzusteigen. Das wäre wirklich schön. Ah, endlich. So, ich mache den Radio mal aus. Weil bei einem der anderen Videos habe ich dann irgendwie was reinbekommen, dass ich sich materialisieren kann. Als würde ich das wirklich können, aber es nervt mich halt trotzdem. Moment, wir fahren falsch. Hey, what's up? Ja gut. Hä, what? Achso, das war auch ein Gegner. Hätte ich gleich mal überfahren sollen. Mach die Fliege. Ich wollte ihn nicht töten, das muss man noch. Das muss ich nochmal erwähnen. Ich wollte ihn nicht töten, aber er ist auf uns zugerannt. Viel zu knapp. Das ist hier viel zu knapp hier. Oh! Was haben wir denn da? Okay, diese Dinger sind. Hey Deputy, weil du so ein fleißiges Bienchen bist, war der Widerstand in der Lage, neue Vorräte anzulegen. Guck mal im Laden vorbei, wenn du die Gelegenheit hast. Okay, also wir haben jetzt hier einen Raketenwerfer. Ja, aber tatsächlicherweise würde ich bei der MP5 bleiben. Erste Mal. Weil Raketenwerfer, ich bin ja eher so der leise Angreifer, deswegen ist ein Raketenwerfer eigentlich eher weniger was für mich. So. Wo wollten wir denn da gerade hinfahren? Bewaffneter Valley-Konvoi. Zerstöre John's Trucks in Osten. Wäre wahrscheinlich schlauer, die erstmal irgendwie auszuschalten.
Da kommt der Raketenwerfer eigentlich wie gerufen. Moment, ich schau mal kurz, ob ich den Crossbow vielleicht eintauschen kann. Kann ich. Okay. Bei den Crossbow können wir uns jederzeit wiederholen. Das ist ja kein Ding, der ist ja kostenlos. Zivilisten sind tot, entführt oder untergetaucht. Keine Sonntagsfahrer mehr. Ja, wenn man das so betrachtet, ist es natürlich gut. Da sollten wir ja fast schon die Leute hier unterstützen. Bist du drin? Okay, kann losgehen. Okay, nochmal kurz hingucken. Okay, hier lang. Moment, wäre es dann nicht schlau, den Truck zu nehmen? Egal. Wir sind dumm, wir bleiben hier im Auto. So. Ach, guck mal einer an, da ist auch wieder so ein Versteck, aber wir kümmern uns jetzt erstmal um die Trucks. Gleich dampft ihr die Kacke! Bitte nicht. Oh! Vorne rein und hinten wieder raus! Oh oh! Scheiße! Ja, diese Konvois sind wohl nicht zu unterschätzen. Ich habe sie vielleicht ein bisschen... Eigentlich wollte ich ja mit den Raketenwerfern Drive-By eben, aber meiner hat aus irgendeinem Grund Granaten geworfen. Ja. Blöd gelaufen. Ich habe eigentlich gedacht, dass der nicht in meine Richtung kommt, sondern dass wir hinter dem sind. Ja, da habe ich gut hinbekommen. Ich weiß. Das... ich habe keine Ahnung, was das war. Moment, da müsste der Konvoi ja hier vorbeikommen. Oder? Ich glaube, der ist hier sogar schon mal vorbeigefahren. Gucken wir mal kurz auf die Map. Verdammt, wo ist der Konvoi denn jetzt? Ja, weg. Weg ist er. Ach da, das ist ein Konvoi. Ah, okay, er fährt jetzt hier hin. Okay, der fährt wahrscheinlich hier so durch. Vermutung nach, dann könnten wir hier hingehen und den von oben angreifen. Okay, dann versuchen wir es mal auf diese Weise. Leck mich, ich bin unterwegs. Das ist nicht der Konvoi. Würde mich auf wundern, wenn er plötzlich auf unserer Seite wäre. Ist das ein Heli? Nee, okay. Was? Wo? Was habe ich denn bitte getan? Ich weiß nicht, was sie hier die ganze Zeit meint, aber der Konvoi müsste ja jetzt hier durchkommen, oder? Guck mal nochmal auf die Map. Normale Autos. Wo ist der Konvoi? Ui. Wo ist der Konvoi jetzt hin? Hallo? Ach nee, der fährt weg. Oder bleibt der jetzt da stehen? Hm, wir haben ja einen Raketenwerfer. Also demnach könnten wir eigentlich schon mal versuchen vorzurücken. Also wäre cool gewesen, wenn wir die jetzt in eine Falle locken könnten. Aber anscheinend klappt es nicht so gut. Gucken wir mal nochmal auf die Map. Ja, die entfernen sich von uns. Na dann, dann gehen wir halt. Gehen wir. Was ist hier? Gehen wir mal zu diesem Hof hin, wenn wir schon mal da sind. Ich rück vor. Uns steht ein Kampf bevor. Ja, what's up? Wie geht's? Als Nachbar habe ich Sip immer gehasst. Wenn er gerade nichts verbrannt hat, hat er was in die Luft gejagt.
Aber jetzt, wo die Sekte da ist, ist der Typ pures Gold wert. Soll sich jemand anders um den Mist kümmern? Ja, hier. Oh. So. Kann ich da mal hier... Verdammt. Bin drin. Bye, bye. Also das Ding ist praktisch, muss man schon sagen. Klappe! Schnauze! Drecksköter! Ich steig hier gleich aus! Du Hundsvieh! Ha? Na, das ist doch alles gut. Ich tu dir doch nix. Ja. Habt ihr wahrscheinlich gedacht, dass ich den jetzt trete, ne? Ihr bösartigen Mensch, was machst du denn hier? Hey! Ich will doch nur mit dir reden! Komm her! Du bist gerade Gesprächsthema Nummer 1. Alles, was ich die Sekte holt, kommt irgendwo in einen großen Bunker. Okay. Hat jemand den Hund gerade was gemacht? Er hat gerade gejault, ich hab's gehört. Hundi! Doggy! Hallo! Doggy! Doggy, ich hab dich doch gerade noch gestreichelt. Wo bist du? Wo bist du? Doggy! Der ist weg. Ich wollte zusammen mit ihr eine Familie mit diesem wunderschönen Hund gründen. Doggy! Ja, da bist du ja. Mein feines Hundchen, du. Oh, ich bin so glücklich. Jetzt fangen wir natürlich hier wieder mit Doggy an. Geile Sache. Auf was sitzt du da? Du hältst es für clever. Du solltest bedenken... Oh, wir sind im Stream, deswegen geht das gar nicht. Schade. Du solltest bedenken, dass ich hier am Steuer bin, ne? Du guckst dumm in den Wald rein. Da kommt schon wieder jemand. Präzise! Präzise! Genau. Die Frage, was nicht geht, normalerweise kann ich ranzoomen und es geht nicht, wenn ich streame. Weil, keine Ahnung warum, aber es geht halt einfach nicht. Rücke vor, deckt mich. Es ist eine laute Waffe, das ist auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall eine laute Waffe. Eigentlich nicht mein Stil. Ich versuche immer ein Ninja zu sein. Aber ich glaube, die Waffe ist auch ziemlich teuer. Oh, das ist ein Zivilist. Ich dachte, das ist ein Elch. Ich dachte, es ist ein Elch, ich schwöre. Ich wollte dem Zivilisten nichts tun. Oh, du bist gar kein Zivilist. Oh, die hat eine gute Präzision. Unglaublich. Ich glaube, dafür gibt es keinen Schalldämpfer. Also dafür wird es wahrscheinlich keinen Schalldämpfer geben. Okay, ich erkläre es nochmal ein bisschen besser. Das habe ich wahrscheinlich schlecht erklärt. Klappe. Wenn ich den Guide-Button und Viereck drücke, dann zoomt es eigentlich ein bisschen rein. Das mache ich bei Minecraft öfter. Wenn ich nicht streame zumindest, weil irgendwie, wenn ich streame, funktioniert das nicht. Ich keine Ahnung, was es damit auf sich hat, warum es nicht funktioniert, aber da kommt halt dann einfach nur oben das hier. Warte. Siehst du, das geht nicht. Geht leider nicht. Und naja. Es klappt halt dann nicht. Das ist etwas ärgerlich. Aber so ist es halt. Und ich glaube, ich bleib doch bei meiner LMG. Bei der Waffe halt, weil die ist halt einfach zu laut und ich bezweifle, dass es für so eine Waffe einen Schalldämpfer gibt. Also, wenn es dafür einen gibt, dann heul ich, weil ich sie hier lassen habe. Ist ja nicht so, als brauchen die das noch. Also, ich bezweifle es halt jetzt einfach mal. Nehmen wir uns natürlich die viel coolere Karre, die viel weniger aushält, weil wir dumm sind. Aber immerhin, mit so einer coolen Karre können wir uns dieses Chick vielleicht noch klar machen. Ups! Ich schwöre, ich habe einen goldenen Hirsch gesehen. Echt?
Coole Sache. So, einmal raus hier. Du kommst jetzt. Das ist aber echt früh. Du kannst ja nicht lang durchhalten. Hey, wo ist er hin? Oh! Was zum Teufel? Alter! Alter, die richtige Deutsche, die wollen uns vergasen! Oh oh. Okay, die Viecher gehen ein bisschen durch. Die stehen nicht so drauf. Hallo? Lebt noch wer? Oh, was? Ups. Hey du. Hey du, ist doch alles gut. Ja. Hey. Weg von meinem Chick, ey. Ich glaub, du spinnst hier. Rein in deinen Stall. Alles gut? Alles gut? Ich bin jetzt schon eine Weile gezeichnet, aber ich sterbe lieber, als mich von John holen zu lassen. Das stimmt, das ist gut. Gib mir Milch! 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 Doch Milch! Sofort! Ich brauche Milch! Ich bin süchtig! Milch ist Gift! Ich brauche meine Drogen! Mein Gift! Hast du nicht gehört? Ich brauche mein Gift! Eigentlich wollte ich dem Tier ja nichts machen, aber er hat einfach mal etwas angefasst. Ja, kommt her! Oh, wir haben gar keine Schuss mehr. Fuck. Alter! Alter, die ist krass! Die ist krass! Alter, gut, dass wir die rekrutiert haben. Ich glaube, die nimmt mir aber die Arbeit ein bisschen weg. Die kann ja, jetzt kann die mal der Held hier im Spiel sein. Die brauchen mich nicht mehr, können mich heimschicken. Fertig. So, für was haben wir das jetzt hier eigentlich erobert? Mal so gefragt. Hey, Partner, ich bin's. Pass mal auf. Zip kam gestern Abend vorbei und hatte Schaum vorm Mund wegen Eden's Gate. Dass die alle Tiere mit irgendwas verderben, das Bliss oder so heißt. Keine Ahnung. Hör mal, ich weiß, der Kerl hat früher für dich gearbeitet. Aber jetzt übertreibt er es mit seinen ganzen Verschwörungen. Er hört einfach nicht auf. Er will, dass wir uns den Seeds verweigern und die Tiere freilassen. Er meint, nur so könnten wir ihre Globalisten-Agenda aufhalten. Ja, klar. Als ob wir das Geld der Seeds einfach sausen lassen würden. Hör mal, wenn der wiederkommt und ich nicht da bin, dann lüge einfach. Sag ihm genau das, was er hören will und schick ihn wieder fort. Lass das nicht an dich ran. Okay. Also die Viecher... Achso, das ist ja das ganze Blitzzeug. Ja, man merkt schon, dass mit den Viechern irgendwas nicht stimmt. Okay. Ich wollte nur schauen, ob das Zeug ist, was explodiert ist, aber die haben uns wohl wirklich mit irgendwas bombardiert. Ich geh mal kurz da rein. Hey du, Schweinchen! Okay. Kann ich die Kuh häuten? Nee. Oder es wird gehen, aber ich bin anscheinend voll. Aber für was haben wir das denn jetzt erobert? Also, ja. Ah, okay, da ist ein Silo noch. Pickup. Ja, wir haben es halt jetzt erobert. Glückwunsch. Das war jetzt auch kein Knotenpunkt oder so. Das war halt einfach da. Was? Verstanden. Cool! Das ist ja geil! Alter, fahr! Fahr doch! Hey! Hey! Was machst du?
Signal? Willst du mich verarschen? Ich rück vor. Ja, rück vor. Und zwar auf den Rücksitz. Hallo? Was ist mit der los? Alter, ist jetzt eine Straßensperre? War die gerade eben auch schon da? Dann müssen wir eindeutig was machen. Oh. Ist das schon die Straßensperre? Also, ich muss sagen, das Auto war echt nötig. Gut. Machen wir erstmal den hier. Dann den hier. Also das ist so viel zu, ich rück lieber leise vor. Boah, leise! Kann ich das kaputt machen? Nee. Die Sünde ist allgegenwärtig. Sie treibt uns zu unaussprechlichen Taten. Ich kenne das Gefühl, das dich antreibt. Oh, kennst du das? Hat er nicht, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt, oder? Okay, dann gehen wir mal zum Prepper-Versteck. Und zwar im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das Video bis hierhin gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da, Daumen nach oben, Kommentare oder vielleicht auch ein Abo, wenn euch meine Videos denn gefallen. Und vergesst nicht, das Video mit eurer Oma zu teilen, um ihr zu zeigen, was heutzutage so hip ist. Bis dahin, Tschüssikowski und goodbye.